True Crime Streets of LA ist eindeutig inspiriert von GTA 3. Ähnlich wie dort geht es darum, in Autos rumzufahren, auszusteigen, neue Autos zu nehmen und sich wilde Schießereien zu liefern. Im Gegensatz zu GTA 3 spielt ihr hier auf der guten Seite, ihr spielt einen Polizisten, ihr klaut also die Autos nicht, sondern ihr zückt eure Marke, schmeißt die Leute aus dem Auto und sie müssen sich dann halt ein Taxi nehmen. Außerdem geht viel, wie ihr auch hier in den Videosequenzen sehen könnt, in irgendwelchen Räumen ab. Dort gibt es so Elemente, die erinnern an Dead to Rights oder den indizierten Shooter von Take-Two, den wahrscheinlich jeder kennt, in dem es diese Slow-Motion-Bullet-Time-Effekte hat. Außerdem gibt es Beat'em-Up-Einlagen, die Energieleisten seht ihr hier teilweise auch auf den Videos schon am oberen Bildschirmrand, wo ihr euch halt mit Leuten prügeln müsst. Insgesamt zielen die Entwickler auf ein ziemliches John-Woo-Flair, Kriminalfilm-Hongkong-Flair. Und uns hat der Titel bisher super gut gefallen. Wir hoffen, dass wir bald neues Material kriegen und dann werden wir dazu auch nochmal richtig ausführlich berichten.